10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Liebe Zuschauer, Top 10 Show heißt es jetzt hier bei uns. Eine ganz, ganz tolle Top 10 Show, denn wir befassen uns mit dem Thema, ja, Fernsehempfang. Genau das, was Sie wahrscheinlich gerade tun, Fernsehen. Das wird jetzt unser Thema werden. Damit auch Sie den richtigen Fernsehempfang haben, haben wir da mal die passenden Produkte uns angeschaut, haben auch geschaut, was Sie dann als Zuschauer gerne bestellt haben. Also falls es Sie interessiert, was die anderen Zuschauer da als Lieblingsprodukte haben, dann jetzt gut aufgepasst und dann dürfen Sie sich von den Plätzen 10 bis 1 bedienen. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange, sondern fangen direkt an. Hier kommt Ihr Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 10 zum Thema Fernsehempfang. Da hat sich eine Satellitenflachantenne hingearbeitet. Und das sind früher mal diese großen Satellitenschüsseln gewesen, die man so kennt. Heute heißt das Satellitenflachantenne, macht aber quasi das Gleiche, oder Ralf? Richtig, macht genau das Gleiche, nämlich hervorragendes Bild. Und bei Fernsehtechnik muss man einfach wissen, dass über kurz oder lang die neuen Techniken, und zwar UHD 4K, nur über Satellit empfangbar sein werden. Da ist einfach die Bandbreite vom Internet und nicht fähig und Kabel auch nicht. Ja? Und hier haben wir jetzt eine solche, und zwar ist das für ein Single, also für ein einfacher Anschluss, weil du siehst hier ein LNB, deshalb nennt sich das auch Single-LNB, und hier um einen Receiver dran anzuschließen. Und jetzt haben gerade in den letzten Tagen haben wir ja riesen Stürme gehabt, wer Wetterberichte angeschaut hat, hat das mit Sicherheit verfolgt, und viele haben dann keinen Fernsehempfang mehr, weil das, was du gerade gesagt hast, diese Schüsseln, die sind ja so halb rund, und dann sind sie praktisch wie ein Segel, ja? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Hier haben wir eine flache eine Antenne und dementsprechend viel, viel weniger Angrifffläche auf die Oberfläche und dementsprechend längeren Empfang, also besseren Empfang. Natürlich, wenn es hier mit 250 Sachen Orkan um die Ohren haut, dann wird auch diese Antenne irgendwann mal anfällig sein. Aber die ist wesentlich wetterunempfindlicher als bei uns. Da sehen wir mal Sturmdaten. Ja, also, und wenn es Ihnen jetzt gerade Ihre Satellitenschüssel verdreht hat oder gar weggeweht hat, dann wissen Sie, warum? Das lag natürlich am Sturm. Klar, diese halbrunde Form. Tornadostärke hatten wir zum Teil ja sogar. Ne? Also Wahnsinn, ja, was da los war. Weißt du, diese halbrunde Form, das ist einfach eine Angriffsfläche für den Wind. Und hier, deshalb schauen wir uns jetzt auch nochmal von vorne an, das ist flach. Das heißt, du hast zwar auch ein bisschen Angriffsfläche, aber wesentlich weniger. Ja. Das heißt also viel, viel länger besseren Empfang. Und wie gesagt, kurzfristig oder langfristig ist auch kein besserer Empfang in Sicht. Und hier sehen wir auch mal die ganzen Vorteile, die Flachantennen haben. Die Windunempfindlichkeit, ja, einfacher Transport, Installation unglaublich einfach, weil alles Montagematerial dabei ist. Und sie ist auch absolut unauffällig. Da kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, Kati. Mhm. Es gibt ja viele Vermieter, die verbieten Satellitenschüsseln auf dem Balkon oder auf dem Dach, weil es einfach, ich sag mal, nicht so ganz toll aussieht. Ja. Ja. Das kann man auch verstehen, bei diesen großen grauen Schüsseln, die passen dann nicht ins Bild. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, du kannst diese Schüsseln bekleben, bemalen, wie du willst. Ja. Aha, okay. Und dementsprechend absolut an den Hintergrund anpassen und dementsprechend unsichtbar machen. Sie sehen sogar lackieren mit einer Dose. Übrigens hier bitte, das ist das Einzige, auf was Sie achten müssen, keinen Metalliclack verwenden, weil die Metallsplitter in Metalliclack, die könnten als Einziges hier den Empfang beeinträchtigen. Ansonsten, du kannst auch PVC draufkleben, du kannst Tapete draufkleben, du kannst mit Fingerfarben malen, wie du möchtest, und dementsprechend dann die Antenne an den Hintergrund, dort, wo du es aufhängen willst, absolut anpassen, dass sie so gut wie unsichtbar ist. Hier sehen wir das mal, eine blaue Fassade, dann wurde die natürlich dementsprechend blau dann auch mitgemacht, um das da perfekt in dieses Fassadenbild zu integrieren. Sehr unauffällig, sehr dezent das Ganze, also eine schöne, schöne Sache. Hier unsere Satellitenflachantenne von Ovisio, Single LNB Variante, das heißt für einen Anschluss 113,91 €. Und Ralf, diese Single LNB Variante
Varianten. Die hast du gesagt, flexibler Einsatz, das heißt auch vielleicht mal für unterwegs? Ja, richtig. Lkw-Fahrer zum Beispiel, die müssen ja oftmals, gerade im Fernverkehr, die müssen halt 8 bis 10 Stunden Pause machen, je nachdem, wie lange sie schon unterwegs sind. Dann gucken die auch mal Fernsehen. Da kannst du das einsetzen, ganz, ganz klar. Oder auch Wohnwegen, Wohnmobile. Ja, das ist eine tolle Idee. Also auch die eben für den mobilen Einsatz. Und das ist auch ganz, ganz einfach einzurichten. Also mobil oder fest bei dir zu Hause, wenn du sagst, ich will nur einen Fernsehanschluss, das reicht mir vollkommen, dann ist das hier die beste Variante. Und das mit einem unglaublichen Preisvorteil. So eine tolle Flachantenne, Single-LMB-Variante, liegt normalerweise so um die 170, 180 Euro bei uns. Sie sehen es, 113,91 Euro. Und auch die Presse ist hier begeistert von dieser Flachantenne. Wir haben hier einen Test, und zwar Testurteil sehr gut. Die Flachantenne macht einen hochwertigen Eindruck und ist leicht zu montieren und auszurichten. Vielen Dank für diesen netten Test, 113,91 Euro. Ihre Bestellnummer hier für unseren Platz Nummer 10 in der Top 10 der Produkte für den Fernsehempfang mit der PX 1383 und der 569. So, das war schon mal ein schöner Einstieg hier, oder? In diese Top 10. Es geht selbstverständlich weiter. Wir schauen auf Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 hat es eine tolle Tastatur geschafft. Und da fragt man sich jetzt, wozu braucht man denn bei Fernsehempfang, wenn wir jetzt über Fernsehen sprechen, eine Tastatur? Das zeigt eindeutig, dass unsere Zuschauer immer moderner werden. Das heißt, jetzt hat man nicht nur Fernseher, jetzt hat man sogenannte Smart-TV. Genau. Immer mehr im Kommen, sind mittlerweile auch auf einem bezahlbaren Niveau. Und dann hast du ja zum Fernseher, zur Fernsehfunktion, hast du im Prinzip diese Computerfunktion. Du kannst dein Fernseher fast wie einen Computer benutzen mit verschiedenen Apps. So, und jetzt musst du das aber über Fernbedienung, über die Pfeiltasten musst du das steuern. Und dafür gibt es jetzt diese Funktastatur. Ganz einfache Funkübertragung, du hast 8 Meter Reichweite, also wirst du ganz, ganz bequem, wenn du nicht eine Riesenvilla hast, also an deinen Fernseher kommt, und kannst jetzt hier ganz einfach alles bedienen. Wir haben auch linke, rechte Maustaste, wir haben ein Touchpad, ja, und du siehst die normale Kuverts-Tastatur, also deutsche Tastatur, so wie wir es vom Computer gewohnt sind. Und da musst du zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas eingeben willst, ja, dann kennen wir das über die Taste, über die Fernbedienung, musst du jeden Buchstaben einzeln suchen, also links, rechts, runter und dann wieder zurück. Und hier kannst du es einfach eintippen. Das ist für alle gängigen, im Prinzip für alle Smart-TVs, die auf dem Markt sind, mit denen ist das kompatibel. Gleichzeitig, da sehen wir es zum Beispiel, hier, guck mal, Sony, Samsung, Sony, Grundig, Löwe, LG, Panasonic, Sharp, Philips, Thomson und so weiter und so fort. Das sind nur einige Beispiele. Das kann auch, wenn ihrer nicht draufsteht, ganz genauso kompatibel sein. Gleichzeitig ist es auch für die PlayStation zum Beispiel 3 und 4 ist das kompatibel. Die kannst du benutzen, und du könntest es auch rein theoretisch an deinen Desktop-Rechner anschließen. Mhm. Das würde genauso gehen. Das ist eine voll funktionstüchtige Funktastatur, ebenfalls mit Mauspad, also so wie wir es eben vom Laptop kennen hier. Das ist zum Scrollen, zum Einstellen unten linke und rechte Maustaste. Übrigens hier jetzt für Samsung-Nutzer haben wir nochmal 12 extra Tasten. Die sehen wir da oben. Die sind für Samsung-TVs. Also da ist es absolut nochmal einen Schritt besser. Aber auch für alle anderen Fernseher absolut optimal. Und wer sich schon mal geärgert hat, weil er seinen Smart-TV regelmäßig nutzt, aber immer über diese Pfeiltasten auf der Fernbedienung gehen muss, für den ist das hier ein absolutes Muss. Eine super Sache, vor allem wenn man so eine Funktastatur dann für den Smart-TV kaufen möchte, dann liegt man gerne bei 50 Euro normalerweise. Das ist so ein herkömmlicher Preis. Darunter ist eigentlich nichts zu machen. Vielleicht hat man mal Glück und man erwischt mal so ein Angebot irgendwie für, wenn man Glück hat, mal so 39,90. Hier bei uns, schauen Sie mal, 28,41 Euro ist der TV-Sonderpreis. Und dafür sollten Sie sich die einfach mal zulegen, weil es macht sehr viel mehr Spaß, dann auch den Smart-TV zu benutzen, wenn Sie dann da auch mal die unterschiedlichen Funktionen dann wirklich für sich entdecken wollen. Vielleicht haben Sie es bisher ja wenig genutzt, ja? Viele haben ja ein Smart-TV und nutzen das bisher relativ wenig. Tun Sie es doch einfach mal. Legen Sie sich die Tastatur zu und testen Sie das mal aus. Hier unsere tolle Funktastatur mit diesem tollen Touchpad für die Smart-TVs. Ihre Bestellnummer, die PX 4981 und die 569. Und das Schöne ist,
Sie sind hier ja kabellos unterwegs. Es ist richtig. Ja alles per Funk. Das heißt, Sie können die ja auch schön mal mitnehmen, ganz sich bequem aufs Sofa kuscheln. Und du hast gesagt, bis zu 8 Meter Reichweite. Richtig. Das heißt, man kann auch ein bisschen weiter weg sitzen dann vom Fernseher, wenn man sich irgendwo gemütlich machen möchte oder so. Selbst einen Schreibtisch kann man das ja dann mitnehmen quasi, wenn man da irgendwo im Wohnzimmer auch seinen kleinen Schreibtisch irgendwie hat. Also eine tolle Sache. Absolut, und das sind 28,41 Euro, die sich absolut lohnen, wenn Sie denn einen Smart TV haben oder PlayStation 3 oder 4 fernbedienen wollen. Das geht auch. Übrigens, Fernbedienungsfunktionen kann die Tastatur dann auch übernehmen. Also du kannst im Prinzip, wenn du die Tastatur angeschlossen hast, deine Fernbedienung beiseite legen, kannst da alles über die Tastatur steuern. Ach, das ist natürlich auch praktisch. Sie haben es gehört, das ist ja eine super Sache. Dann haben Sie auch hier mal ein bisschen größere Tasten, weil das ist ja auch mal ein Problem. Das sieht man hier oben übrigens. Da sieht man zum Beispiel hier lauter und leiser. Ja, das sind hier die Tasten. Oder hier auch Programm nach oben, Programm nach unten, wenn man dann hochschalten will oder runterschalten will. Oder hier auch mal so eine klassische Mute-Taste. Das ist immer gut, wenn das Telefon klingelt und man mal eben stumm schalten möchte. Also hier stumm schalten, zack, wenn das Telefon klingelt und man immer eben telefonieren muss. Das ist ja alles schon mit aufgelegt. Das können Sie dann auch hier steuern. Und die Tasten sind hier viel, viel größer. Das ist sehr sinnvoll, weil auf der kleinen Tastatur von der Fernbedienung, da findet man die Tasten immer nicht. Ne? Ich habe ja eine riesige Brille, also wenn ich lesen will, also bei meiner Fernbedienung genauso. Ich muss, wenn ich die Fernbedienung in die Hand nehme, immer meine Lesebrille aufsetzen. Sie kennen das vielleicht? Ja, klar. Du lachst. Nee. Vor 10 Jahren hätte ich auch noch drüber gelacht. Ich kenne das auch, weil meine Mutter ist ja auch so. Die steht dir ja da nichts nach. Ist natürlich das so. Das kommt bei dir dann auch noch. Ja, im Alter natürlich. Das wird bei mir wahrscheinlich auch kommen, weil bei meiner Mutter ist es auch so. Die kann ja dann auch ohne Lesebrille gar nichts lesen. Und dann hat sie dann auch mal die Fernbedienung und dann hält sie die immer weiter weg. Und dann guckt sie immer so und dann kann sie immer nicht so richtig erkennen und dann gibt sie die immer weg und sagt, hier, schalt du mal. Ich habe meine Lesebrille immer auf dem Wohnzimmer geschrieben, aber hier geht's ohne. Also diese Tasten, das kriege ich noch hin ohne Lesebrille. Also auch da natürlich eine enorme Erleichterung. Für alle gängigen Fernseher, Smart-TVs, die Fernbedienung oder beziehungsweise Tastatur und natürlich auch für die PlayStation oder für Ihren PC. Wenn Sie sagen, ich will keine extra Maus, ich will ein Mauspad, so wie auf dem Laptop, sollte auch geben, kann ich die genauso benutzen. 28,41 €. PX 4981 und die 569, das war ein schöner Platz Nummer 9 hier in der Top 10 der Produkte für den guten Fernsehempfang, für gutes Fernsehen bei Ihnen zu Hause, damit Sie uns auch immer gut sehen. Und hier geht's weiter mit Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 haben es Kabel geschafft. Und bei Kabeln, da wird es dann immer ein bisschen schwierig. Wozu braucht man jetzt diese Kabel, Ralf, die wir hier sehen? Also hier sehen wir einen F-Steckerkabel. Also das ist einfach von der Satellitenschüssel bzw. Flachantenne zum Receiver. Da musst du ein Kabel legen, da kommst du nicht drum rum. Und hier haben wir jetzt eins und es sind wirklich teilweise viele, viele Meter, die ich habe, wenn ich vom Dach runter zum Beispiel legen will. Und deshalb haben wir jetzt hier gleich 25 Meter Kabel. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht ein langes Kabel brauchen, aber nur 21 Meter. Und da schauen wir uns jetzt mal die Spitzen direkt an. Du siehst hier zwei unterschiedliche, obwohl beides diese F-Steckertechnik haben. Das hier ist für innen, das kommt an Receiver, ist auch fest verschweißt, das heißt, hier ändere ich nichts. Aber diese F-Stecker, den kann ich runtermontieren und flexibel dann das Kabel kürzen auf die Länge, die ich brauche. Und dann siehst du hier auch noch, weil die Satellitenschüssel ja draußen sein muss, auf dem Balkon oder auf dem Dach oder an der Fassade, das ist dann auch noch wassergeschützt. Das kommt einfach drüber. Und du siehst, hier ist der F-Stecker jetzt im Moment auch nur aufgesteckt. Das isolierst du einfach ab, steckst es dann wieder drauf, montierst es also. Bitte schauen, dass sich der mittlere Draht und die äußeren Drähte nicht berühren, weil dann hast du überhaupt keinen Fernsehempfang mehr. Das ist das Einzige, worauf man achten muss. Und dann kommt die Wetterschutzkappe drüber und fertig. Und du hast es genau auf die Länge. Hier jetzt also 25 Meter. Und für so Kabel kannst du wirklich ganz, ganz viel Geld ausgeben. Hier sehen wir eine unverbindliche Preisempfehlung für 25 Meter Kabel von 12,90 €. Was ich noch für
unglaublich günstig halte. Ja. Weil da liegt normalerweise so der Meterpreis bei 1,20 Euro. Ja? Ja. Das heißt, dann sind wir hier jetzt schon bei 8,29 Euro im Normalfall. Hier sind wir noch mal weit unter unserer unverbindlichen Preisempfehlung, nämlich bei 6,56 Euro. Und das ist wirklich ein absolut einzigartiger Preis. Ein super Preis, 6,56 Euro. Unser tolles Sat-Anschluss-Set, damit Sie dann auch Ihre Satellitenschüssel mit Ihrem Receiver dann verbinden können, hier zugreifen. Das haben schon viele Kunden getan. Deshalb ist dieses tolle Produkt auf Platz Nummer 8 unserer Top 10 Fernsehempfang heute hier gelandet. Ja, der Preis ist sensationell. Da wurde natürlich zahlreich dann auch zugegriffen. Wenn man da mal Preise vergleicht, da sieht man, da sind wir wirklich dann sehr stark. Gerade beim Zubehör generell, muss ich an der Stelle nochmal sagen, was Kabel angeht, was kleine Elektronikzubehöre angeht, haben wir hier bei Pearl TV immer einen sensationellen Preis, weil das ist das, was sich schnell mal summiert dann auch. Wenn man dann so kleine Zubehörsachen dann einkauft, ne, dann plötzlich erschrickt man an der Kasse, wenn man dann da irgendwie steht und dann plötzlich kommt eine Rechnung irgendwie. Du musst sagen, ich habe all meine Verkabelung, die ich zu Hause habe, habe ich absolut bei alles bei Pearl gekauft, weil das Zubehör unglaublich günstig ist. Das hält also jeden Vergleich stand und so viel Geld kannst du woanders gar nicht sparen. Mhm. Und du sagst es, wenn es immer nur 5, 6 Euro sind, die ich spare, das summiert sich ganz, ganz enorm. Sie hören es, deshalb greifen Sie hierzu 6,56 Euro mit der Bestellnummer PX 5181 und der 569 25 Meter Kabel zum Anschließen mit diesen tollen F-Steckern. Natürlich wettergeschützt dann auch für den Außenbereich, für ihre dann Flachantenne, Satellitenflachantenne, die Sie da anschließen. Eine ganz tolle Sache und preislich sehr, sehr attraktiv hier. Unser tolles Kabel auf Platz 8 unserer Top 10. Und wenn das der Platz 8 war, dann folgt genau der Platz Nummer 7. Und auch auf Platz Nummer 7 hat es wieder Zubehör geschafft. Auch hier wieder ein Kabel. Und diesmal haben wir hier ein Premium HDMI-Kabel. Das ist natürlich nicht nur dann, um hier dann vielleicht einen Receiver oder sowas anzuschließen, ganz, ganz attraktiv. Das wird auch für andere Sachen dann dementsprechend benutzt. Also fantastisch, auch hier preislich phänomenal. Ein toller Platz Nummer 7 hier für Sie, liebe Zuschauer. Sie sehen den Preis schon eingeblendet. 7,51 Euro. Ich muss nur sagen, viele, viele Menschen haben die technischen Voraussetzungen, HD-Qualität anzuschauen zu Hause. Ja? Die haben einen HD-Sat-Receiver, die haben eine schöne Flachantenne draußen. Der Fernseher ist HD-fähig, aber sie kriegen trotzdem keine HD. Und das könnte am minderwertigen HDMI-Kabel liegen. Also vom Sat-Receiver zum Fernseher musst du ja dann, wenn du HD-Empfang haben willst, mit dem HDMI-Kabel. Und wenn man da so, oftmals ist als Beilage bei verschiedenen Artikeln so ein billiges Plastikteil dabei. Ja. Wenn du das mal verwendest und da ist nur ein kleiner Fehler drin, dann kriegst du keine HD. Hier haben wir Premium HDMI, das hört man auch schon. Sehen Sie, das ist kein Kunststoff, das ist Metall, vergoldete Anschlüsse, natürlich 19-polig, das Ganze ist 3D-fähig und es ist unglaublich robust. Die älteren Zuschauer werden solche Kabel noch kennen, also solche Ummantelungen hier, die wir hier haben. Das hatten nämlich früher Bügeleisen oder andere elektrische Geräte, die hast du nicht kaputt bekommen. Damit hättest du, ich übertreibe es mal ein bisschen, hättest du Autos abschleppen können. Ja? Die wären nicht kaputt. Heute steckst du sie einmal rein, ziehst krumm raus, dann ist das Kabel kaputt. Das passiert bei denen nicht. Und dementsprechend sind hier auch die 19 Adern, die ja hier durchfließen, zu 100% geschützt. Entsprechend auch gegen Störfaktoren abgeschirmt. Aber auch wenn du mal so eine Katze im Haus hast, die da mal reinbeißt, die kommt da nicht durch. Ja? Also du siehst, da ist auf beste Qualität Wert gelegt bei den vergoldeten Anschlüssen natürlich, Metallstecker und dann natürlich bei diesem spezial ummantelten Kabel. Also da bleiben keine Wünsche offen. Da hast du eben, und das hören wir ja schon im Namen, Premium-Qualität. 2 Meter lang ist dieses Premium-HDMI-Kabel, liebe Zuschauer, für 7,51 Euro. Und das ist natürlich fantastisch, um dann hier besten Fernsehempfang zu haben. Aber ich kann es auch wirklich persönlich, privat sehr gut empfehlen, dann für die Spielekonsolen, weil du hast es gerade angesprochen.
angesprochen. Es kommt Qualität, natürlich immer ein HDMI-Kabel mit, aber das ist immer dieses sehr, sehr kurze, günstige aus so einem ganz, ganz Die brechen auch Kunststoff. Schnell an den Anschlüssen. Das bricht ganz schnell. Vor allem, die sind auch immer kurz. Das ist mal ein Meter, glaube ich. Und damit kann man dann gar nichts anfangen, aber gerade bei einer Spielekonsole. Was hier jetzt schön ist, eben die Länge. 2 Meter, weil da komme ich an jedes Gerät, das ich an den Fernseher anschließe. Weil, wo steht mein DVD-Rekorder oder Player? Wo steht mein Blu-ray-Player? Oder Beamer, die Konsole. Kannst du auch anschließen. Ja, also all das geht hier ohne Probleme. Ja. 2 Meter, genau die richtige Länge. Da hat man auch nicht viel Kabel übrig. Und es reicht auf jeden Fall, egal wie ich meine Geräte in meinem TV-Schrank verteilt habe. Also eine tolle Sache. Und damit ist eben garantiert, dass, wenn ich mal schlechten Empfang habe, das auf gar keinen Fall am Kabel liegt. Es ist ganz fantastisch. Hier sehen Sie nochmal diese tollen, tollen Stecker. Da sieht man diese hochwertige, schöne Qualität. 7,51 Euro der Preis hier bei uns. Vergleichbare Kabel liegen da gerne ab 25 Euro. Ja, also Qualität. Das ist super hier bei uns. Deshalb bestellen Sie sich am besten gleich 2 oder 3, dass Sie da bestens ausgestattet sind, und tauschen Sie mal all Ihre HDMI-Kabel dann nach und nach aus. Ihre Bestellnummer hier, die PX5250569, und die Kollegen im Callcenter sind für Sie da, liebe Zuschauer. Wenn Sie jetzt gleich bestellen möchten, da sind einige Leitungen frei unter der 0180 51 51 3x2, oder auch im Internet können Sie bestellen unter www.pearl.tv. Auch dort gibt es unsere TV-Sonderpreise. Hier bei uns in der Top 10 geht es jetzt weiter mit Platz Nummer 6. Und auf Platz Nummer 6 hat es auch eine Satellitenflachantenne geschafft. Die sieht aus eigentlich wie unser Platz Nummer 10, wenn man das jetzt von außen einfach so betrachtet. Ist aber ein anderes Modell. Ja, genau. Hat auch genau die gleichen Maße, sieht genau gleich aus. Nur im Innenleben bzw. auch am Anschluss sieht man den Unterschied. Nämlich genau hier. Wir haben 2 LNBs hier drin verbaut, die unsichtbar sind, aber man sieht natürlich den F-Stecker-Anschluss, der ist sichtbar. Und das heißt, hier kann ich jetzt zwei unabhängige Fernseher dran anschließen, beziehungsweise natürlich nur, wenn der Fernseher schon einen SAT-Receiver drin hat. Ansonsten gehst du auf den SAT-Receiver direkt drauf, und zwar auf 2. Hier auch wieder alle Vorteile. Wir können das sehr, sehr leicht montieren. Du siehst unten die Halterung, da ist alles Montagematerial dabei. Egal, ob ich es direkt an die Wand oder auf Holz oder am Balkon installieren will, das ist alles mit dabei. Es ist denkbar, einfach auch auszurichten durch diese ausgeklügelte Technik. Du siehst das, da ist so ein Bogen drin, und mit dem stelle ich nachher den Winkel eine Bogen weiter. Das sind die Stecker, ne? Genau, das sind die F-Stecker, also die LNBs, die Anschlüsse für die LNBs. 2 Stück, 2 unabhängig. Auch hier wirklich toll geeignet für mobilen Einsatz. Es gibt ja auch so große Familienwohnwegen, wo links mal die Eltern schlafen, rechts dann die Kinder. Ja. Dann kannst du auch wirklich 2 verschiedene Fernsehanschlüsse machen mit einer Antenne. Und das ist also da auch. Und hier toll. Unten, das ist dieser Fuß, den du angesprochen den hast. Montierst, ne? Den können wir nochmal zeigen. Den montierst du einmal locker, und dann haben wir unten diese Riefen drin. Das heißt, auch da kannst du die Richtung nochmal ausrichten, bevor du das ganz festmachst. Und dann siehst du den Neigungswinkel. Da ist auch so ein Bogen, den richtest du auch aus. Und erst dann schraubst du es richtig fest, und dann hält es eben bombensicher. Und wieder mit wenig Angriffsfläche im Vergleich zu Satelliten. Schüsseln. Das stimmt, ja. Da hört man ja schon bei Schüssel, dass die gebogen sind, ja. Und wenn da der Wind reinpfeift, dann macht er einen unglaublichen Druck drauf. Und dann hast du eben irgendwann mal keinen Fernsehempfang mehr. Wenn du Pech hast, wird auch die Halterung etwas verschoben. Da reicht ja teilweise 1 Zentimeter. Wenn der Wind mal so bläst, dann musst du erstmal wieder aufs Dach und musst montieren. Hier haben wir, wie gesagt, wesentlich weniger Angriffsfläche. Das heißt, weniger Wetterempfindlichkeit. Auch bei Schneesturm oder Ähnlichem wird die halten. Natürlich hat auch die ihre Grenzen. Wenn man sieht, wenn mal ein Orkanböen ein Auto wegweht, dann ist auch eine Antenne nicht mehr sicher. Das ist ganz, ganz klar. Aber im Vergleich zu diesen Schüsseln ist er eben wesentlich unempfindlicher. Eine tolle Sache, und wahrscheinlich auch wesentlich leichter dann zu montieren, weil die ja natürlich hier auch viel handlicher ist. Ich kann die ja so hochheben. Wenn ich daran denke, was früher so eine große Satellitenschüssel gewogen hat, wenn du die versucht hast, irgendwie aufs Dach zu bekommen. Also ich kann mich da an meine... Teilweise 2, 3 Mann. Ja, ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Als unsere erste Satellitenschüssel, da war ich noch ein kleines Mädchen irgendwie, da hat mein Vater zusammen mit
zwei oder drei Freunden eine Satellitenschüssel bei uns ans Haus installiert. Also das war ein Akt, sage ich Ihnen, das war ja ganz furchtbar. Also da wurde eine Leiter aufgebaut und dann wieder erstmal hochzubekommen. Und die war riesig schwer. Also da waren wirklich drei Leute für notwendig. Und hier kann man das ja alleine machen. Das ist ja schön, ne? Da nimmt man sich ein bisschen Zeit und da kann man die wunderbar alleine hochheben. Die wiegt wirklich nicht viel. Schauen Sie hier, ja. Ich kann die alleine hochheben. Das ist überhaupt kein Problem. Kann die schön ansetzen. Und du hast ja gesagt, die kann ich auch bei einem so einem Balkongitter dann installieren. Das ist ja kein Problem. Montagematerial dabei. Und ne? Natürlich auch Anleitung. Also auch als Ungeübter wird man die montiert bekommen. Das ist toll. Und wichtig ist hier auch wieder die Tarnbarkeit. Du kannst sie wirklich unsichtbar machen. Ich bin in Freiburg neulich durch so eine Straße gefahren. Das sind so Mehrfamilienhäuser. Mhm. Und teilweise, glaube ich, auch Studenten-WGs, denke ich. Mhm. Auf jeden Fall waren da, ich glaube, 12 Balkone und auf diesen 12 Balkonen also hingen gefühlt 20 Satellitenschüsseln. Ja. Und das sieht dann einfach übel aus. Da nagt auch der Zahn der Zeit dran, weil die bleichen aus durch die Sonne, die fangen an zu rosten. Und hier kannst du sie absolut tarnen. Hier fast die unsichtbar sieht man machen. Ja fast gar nicht. Ja, das ist ja toll gemacht. Hier in so einer Ziegeloptik quasi. Das ist ja fast unsichtbar. Also die sieht man ja fast überhaupt nicht. Eine tolle, tolle Sache. Also werden Sie da kreativ, liebe Zuschauer. 142,41 €. Unsere Satellitenflachantenne mit dem Twin-LNB, also für zwei Anschlussmöglichkeiten, die Sie hier haben. Eine ganz, ganz tolle Sache, vielleicht für Sie zu Hause, wenn Sie zwei Receiver anschließen müssen, aber wie Ralf gesagt hat, vielleicht auch für unterwegs dann für den Wohnwagen oder so. Eine tolle, tolle Möglichkeit. Das war unser Platz Nummer 6 und wir sind auf der Hälfte angekommen in unserer Top 10. Jetzt kommt Ihr Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 hat es der HDMI-Videorekorder und Game Capture geschafft. Das ist natürlich so ein 2-in-1-Produkt. Toll, toll, toll. Sehr beliebt hier bei uns und auf Platz Nummer 5. Einfach zu bedienen. Deshalb, ich verstehe es, warum Sie da so zahlreich zugegriffen haben, liebe Zuschauer. Und der hat es hier auf Platz Nummer 5 in unserer Top 10 geschafft. Ja, und wir gruseln mal wieder in der Geschichtskiste und denken so an 1981, genau. 82, 83. Da ungefähr kamen die ersten Videorekorder auf den Markt, die damit auch als Privatmann kaufen konnte. Und diese Videorekorder waren riesengroß. Eine Kassette von damals, Sie erinnern sich alle noch an die Kassetten, die Kassette war dreimal so groß, wie heute ein Videorekorder ist. Weil das ist ein vollwertiger Videorekorder. Und wenn man jetzt mal umdrehen, also vorne sehen wir Bedienelemente, da kommen wir gleich dazu. Wenn man mal umdrehen, sehen wir die Anschlusselemente. Einmal kommt der Strom, Netzteil ist natürlich dabei. Dann haben wir hier etwas, wenn ich zu Hause noch einen alten Videorekorder oder ähnliches habe mit RGB-Komponenten. Das hier ist Ton, das hier sind die Bildsignale, also rot, grün, gelb waren diese Komponenten. Dann kann ich die auch anschließen und zwar über diesen Adapter, der ist im Lieferumfang enthalten. Im Normalfall schließe ich es aber jetzt über HDMI an. Da steht Input, das heißt, hier gehe ich von meinem Medium, also vom HD-SAT-Receiver, gehe ich raus in den Videorekorder und geht dann erst in den Fernseher. Übrigens, das HDMI-Kabel ist auch mit dabei. Einfach einzustecken, da sehen wir es nochmal, Input, Output. Also alle Kabel, die ich brauche, sind dabei. Und jetzt habe ich es angeschlossen zwischen eben SAT-Receiver und Fernseher. Und jetzt können wir wieder umdrehen. Jetzt kommt meine Videokassette rein. Und eine Videokassette heute ist eben ein USB-Stick oder eine externe Festplatte. Die kommt hier in diesen USB-Steckplatz rein. Und jetzt kann ich jederzeit, wenn ich irgendetwas aufnehme, das ohne großes Firlefanz hier veranstalten zu müssen, tun, indem ich hier drauf drücke. Wuff, und schon ist die Aufnahme gestartet. So ist sie beendet und sofort digitalisiert hier auf dem Stick. Also ganz, ganz einfache Sache heutzutage. Und in der Mitte sehen wir jetzt auch noch die Möglichkeit, Kopfhörer und Mikrofon anzuschließen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Funktion. Jetzt können wir natürlich hinten statt dem SAT-Receiver können wir auch eine Spielekonsole anschließen, die ebenfalls wieder auf den Fernseher dann. Und jetzt kann ich meine Spiele mitschneiden und gleichzeitig noch vertonen. Das machen sehr, sehr viele, die richtig gut sind in ihren Spielen, und um anderen Spielern zu helfen. Da mache ich das, da mache ich das, da kriegst du, wenn du das machst, kriegst du ein super Schwert oder super Waffen oder kommst du überhaupt ins nächste Level über. Da gibt es ja so viele Spiele und dann kann ich das einfach auf dem Stick hier speichern, Stick in Computer hochladen auf YouTube und praktisch zugänglich machen für die ganzen anderen Spieler des gleichen Spiels.
Es ist so genial. Diese Game Capture natürlich bei den Gamern sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Und ein Preis von 104,41 Euro ist fantastisch. Deshalb, ja, da werden sehr viele Gamer zugegriffen haben, werden sich diesen Game Capture nach Hause geholt haben, um dann die Spielsequenzen aufzuzeichnen, die dann auch vielleicht, wie wir es hier jetzt auch gerade sehen, nämlich dann einfach mal dann auch im Internet vielleicht hochzuladen, den auch mit den anderen Gamern dann zu teilen, einfach mal zu zeigen, was sie dann da machen und dann erschaffen. Eine tolle, tolle Sache, aber gerade natürlich auch als Videorekorder zum Aufnehmen von dem, was da gerade im Fernsehen läuft, von vielleicht auch mal einer Dokumentation oder dann einem schönen Film. Weil die Situation hat man wirklich sehr, sehr oft. Also ich kenne das auch, wenn ich dann nach Hause komme und du weißt es ja, ich habe auch ganz andere Arbeitszeiten häufig als mein Mann. Ja. Der hat dann irgendwas gesehen und erzählt mir dann irgendwas, was er im Fernsehen gesehen hat und er sagt, oh, diese Dokumentation und ach, das war so toll, ja, und fängt dann an, was zu erzählen. Dann nimmt man es aber nicht auf oder hat es nicht aufgenommen. Früher, ich kann mich an unseren ersten Videorekorder erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber da war eine Bedienungsanleitung dabei, ja, die war fast genauso dick wie der Videorekorder. Sie erinnern sich auch noch, ich glaube 500 Seiten stark und hier brauchst du eigentlich gar keine Bedienungsanleitung. Natürlich ist eine dabei, aber du siehst, roter Knopf drücken zum Aufnehmen. Ja, das Aufnehmen ist einfach. Und wieder das weg kann man sofort drücken. Machen. Das geht ja auch schnell. Ne? Eben, also eben. Deshalb, wenn du dann irgendwas siehst im Fernsehen, denkst, oh, das möchte ich aufnehmen, das möchte ich auch vielleicht meinem Partner dann zeigen, zack, roter Knopf drücken, fertig. 104,41 Euro auf Platz 5 unserer Top 10, der HDMI Video Recorder Game Capture mit der NX4254 und der 569. Liebe Zuschauer, ein tolles, tolles Produkt, das wir Ihnen hier zeigen dürfen. Und weiter geht es hier in der Top 10 mit Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 haben wir einen cleveren kleinen Helfer, der Ihnen hilft bei der Installation Ihrer Satellitenantenne, Ihrer Satellitenflachantenne dann, weil Sie müssen das Kabel ja irgendwie dann auch in die Wohnung bekommen. Und da steht man meistens vor so einem Riesenproblem und denkt, wie mache ich das jetzt? Also prinzipiell muss ja eine Satzschüssel draußen im Freien sein. Genau. Ja? Und du musst irgendwie mit dem Kabel reinkommen. Und jetzt kannst du natürlich Löcher durch die Wände, die Außenwand durchdrücken. Ja, dann hast du eine Kältebrücke. Oder, und das habe ich auch schon gesehen, da haben sich mir die Haare im Nacken richtig gestellt, durch Fenster. Ich habe schon gesehen, wirklich durch Fenster, wieder durch den Fensterrahmen durchgebohrt wurde. Das geht alles viel, viel einfacher. Mit dieser ultraflachen Durchführung, Fensterdurchführung oder auch Türdurchführung, das ist ganz egal, die ist gerade mal ein Viertel Millimeter dick, also 0,25 Millimeter. Und da legst du jetzt einfach ins Fenster ein und schließt das Fenster wieder. Übrigens jetzt auch wieder, sind wir wieder bei Wohnwagen und LKW, da muss der auch irgendwie reinkommen, da geht das natürlich auch perfekt durch Fenster und Türen. Und so haben wir hier eben das lästige Bohren unterlassen. Gerade wenn man in Mietwohnungen wohnt, darf man ja nicht in Löcher in die Wände und schon gar nicht in die Fenster bohren. Gottes die sind ja Willen. Kaputt. Du kriegst das nie mehr repariert. Nee, ja. Gottes Willen, bohren wir in so einen Fensterrahmen. Uiuiui, weißt du, das wird teuer. Heieiei, da auf keinen Fall. Tun Sie das bitte nicht. Arbeiten Sie mit so einer tollen, satte Fensterdurchführung, die wir hier für Sie haben. Einfach einlegen und die ist unglaublich robust. Also man kann das Fenster richtig danach auch schließen. Ne? Ja, natürlich. Volle Pulle, also 0,25 mm. So viel Spiel muss in jedem Fenster sein. Ja? Und dementsprechend siehst du, da passiert gar nichts. Kann nichts passieren bei bestem Empfang. Also die Empfangsqualität wird in keinster Weise beeinträchtigt. Wir haben auf beiden Seiten natürlich auch wieder den sogenannten F-Stecker, also das Satellitenkabel, das hier reinkommt. Und auf der anderen Seite geht es einfach wieder raus. Hauchdünn, dann beste Qualität. Und ich komme wirklich durch jedes Fenster, durch jede Tür, durch, ohne dass ich irgendwelche baulichen Veränderungen vornehmen muss. Also sprich, ohne dass ich Löcher bohren muss. Ein kleiner Helfer, der ein Riesenproblem einfach dann mal eben so wegwischt, was da vielleicht besteht bei Ihnen zu Hause, wo Sie vielleicht am Grübeln sind, wie kann ich das Problem lösen? Hier 6,56 Euro investieren und schon haben Sie das Problem einfach so vom Tisch. Das ist doch mal einfach, oder? Ne? Genial, genial. Und du hast es gesagt, wir sehen es auch hier natürlich im mobilen Einsatz. Auch beim Camping eine ganz tolle Sache, weil gerade da weiß man ja nicht, wie man das Kabel reinkriegen soll. Da macht man das mit so einer Fensterdurchführung. Ja, ich kann ja nicht, ich könnte das Kabel auch so durchs Fenster legen, aber da muss ich das Fenster offen lassen. Ja? Und das ist ja oftmals gefährlich. Ja? Ich will ja, wenn ich nachts schlafe, will ich alles abgeschlossen haben. Auch
auf dem Campingplatz. Ja. Ja, und da gehört das Fenster natürlich auch dazu. Oder du willst ja auch nicht immer alles abbauen, wenn du jetzt mal deinen, für einen Tag irgendwie einen Ausflug machst oder so, willst du ja nicht immer wieder alles abschrauben. Deshalb, da kannst du das toll alles zumachen. Das ist eine geniale, geniale, tolle Sache. Und für 6,56 Euro so ein toller kleiner Helfer, der da zu Ihnen nach Hause kommt. Also wenn auch Sie jetzt sagen, oh ja, ich möchte auf Satellitenfernsehen vielleicht auch umrüsten. Ich schaue jetzt, gehe gerade zu und ja, ich habe mir eh durchgerechnet, Kabel, da muss ich immer so viel zahlen monatlich. Das ist ja auch ein Riesenthema einfach. Ja, viele steigen dann natürlich dann auch jetzt auf Satellitenfernsehen um. Du hast es gesagt, 4K-Technik ist nur über Satellit dann auch zu empfangen in Zukunft. Ne? Es gibt auch viele andere Empfangsmöglichkeiten. Da kriegst du bis jetzt noch kein HD, ja? Weil es dort technisch gar nicht möglich ist. Also über verschiedene Fernsehanbieter, aber über Satellit ist überall in Deutschland HD-Empfang möglich. Und so wird es auch über kurz oder lang mit der 4K-Technik sein, die ja im Fernsehen jetzt eigentlich nur noch bei wenigen Sendern bis jetzt möglich ist. Aber ja, HD hat auch 10 Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen und 4K. Aber es ist eben kurzfristig nur über Satellit möglich, diesen Empfang überhaupt zu gewährleisten. Und dann ist eben irgendwo eine Wand im Weg zwischen meiner Satellitenschüssel bzw. Flachantenne und meinem Sat-Receiver. Und dann muss ich irgendwie durchs Fenster oder durch die Tür. Und das komme ich am problemlosesten mit so einer Durchführung. Vor allem, das zeigt auch, wie einfach es dann ist, einfach auf Satellitenfernsehen umzusteigen. Ich meine, wir haben ja hier alles im Programm heute. Wir haben die Satellitenflachantennen gesehen. Wir haben ja auch schon das Kabel gesehen. Ne? Das hatten Sie ja jetzt auch schon mit den tollen F-Steckern, was ich dann mir bestellen kann. Dann kann ich das wunderbar reinlegen schon alles. Wir sind ja noch gespannt. Es liegen ja noch 3 Plätze vor uns, was da noch so auf Sie wartet. Aber dann kann man sich das komplett zusammenkaufen, zusammenstellen. Richtig. Und dann hat man für wirklich kleines Geld, weil wir haben ja heute die tollen TV-Sonderpreise, für Sie das alles zu Hause und kann das auch wirklich alleine, und das betone ich nochmal, Sie können das alleine kinderleicht, spielend leicht installieren. Das zeigen wir auch gerade wieder mit so einer Fensterdurchführung. Man braucht da ja nicht mal großartig Werkzeug zu. Du brauchst keine Bohrmaschine, nichts. Ja. Ja. Und gerade bohren, also durch Wände, Außenwände durchbohren, immer das Risiko einer Kältebrücke. Man kennt das dann setzt Schimmel an, dann kommt Wasser durch und Ähnliches. Also dann immer eine Fensterdurchführung benutzen. Die würde ich jetzt natürlich nicht im vorderen Teil ansetzen, so wie hier im Fenster, sondern im hinteren Teil. Mhm. Dann ist sie komplett aus dem Weg. Du merkst das nicht mal. Du könntest sie sogar hinten an der Schräge praktisch, also an der hochkant laufenden Kante durchführen, wenn das Fenster offen ist, einmal durch, dann schließen. Also absolut problemlos. Ein toller Platz Nummer 4, unsere Satellitenfensterdurchführung für Sie. Und wir sind auf den Plätzen 3, 2 und 1 angekommen. Das Treppchen wartet auf uns. Hier, liebe Zuschauer, kommt Ihr Platz Nummer 3. Und falls Sie sich mit der Frage beschäftigt haben, wenn ich die Satellitenflachantenne dann zu Hause habe, wie finde ich denn dann überhaupt Empfang? Wie stelle ich die dann ein? Ja, diese Frage können wir Ihnen jetzt beantworten, denn da haben wir hier auf Platz Nummer 3 unseren tollen digitalen Satellitenfinder für Sie. Ja, absolut einfach. Und du hast vorhin was angesprochen, wie kann ich ganz alleine, ohne fremde Hilfe, meine Satellitenempfang, also meinen Fernsehempfang hier einrichten. Und da hilft dieses Teil natürlich ungemein. Dankeschön, Diana. Also, weil wir müssen natürlich auch fast auf Millimeter genau müssen wir eine Satellitenschüssel ausrichten. Mhm. Und hier haben wir einen sogenannten Sat-Finder. Das heißt, hier kriegen wir dann, wenn es angeschlossen ist, einmal zur Satellitenschüssel, auf der anderen Seite Richtung Receiver. Und dann kann ich hier digital ablesen, wie denn die Feldstärke, also die Signalstärke ist. Hier unten haben wir auch noch einen Kompass. Jetzt ist es am einfachsten, ich schau mal, wie hat denn mein Nachbar die Schüssel aufgehängt. Dann weiß ich schon mal die Himmelsrichtung. Ansonsten, der häufigste Satellit ist natürlich Astra 19-2 Ost. Und jetzt meint man immer, der wäre im Osten. Nee, der ist im Süden, weil diese Angabe Ost gilt vom Äquator aus. Mhm. Aber das Einfachste ist, nach dem Nachbarn zu schauen. Und ja, und irgendjemand in der Nachbarschaft wird ja eine Satellitenschüssel haben. Richtung. Deshalb orientieren Sie sich erstmal, das ist ein guter Tipp, orientieren Sie sich erstmal an der Straße ein bisschen, gucken Sie, wer hat eine Satellitenschüssel und da so ein bisschen abgucken. Ne? Und dementsprechend hast du jetzt die Himmelsrichtung. So, und jetzt musst du aber auch noch die Neigung hinkriegen. Ja? Und das ist Millimeterarbeit. Und jetzt kannst du hier ja direkt die Antenne, die Schüssel angeschlossen und die kannst du jetzt neigen. Und du siehst dann hier immer die Prozente, wie sie sich verändern. Sobald du über 90% bist, hast du unglaublich tollen Empfang. Mhm. Ja? Also ab 90 ist es hervorragend, da stört auch nichts mehr.
je näher sie an 100 kommen, desto besser natürlich einfach mal spielen, weil irgendwann kommt der Punkt, wenn man dann so drüber ist, dann wird es wieder schwächer. Dann merkt man, aha, jetzt war ich gerade auf dem Maximum. Und so fixierst du dann die Antenne. Wenn du jetzt einen Elektriker kommen lässt und auch wenn der ganz, ganz super günstigen Sonderpreis macht, der muss die Anfahrt berechnen, da muss er, ganz einfach, er muss ja rentabel arbeiten, dann ist er eine halbe Stunde dran, sagen wir mal, ja, dann muss er, und dann schreibt er dir eine Rechnung, dann die Rechnung liegt um die 100 Euro, wenn es ein guter Bekannter ist, der sagt, ich mache dir einen Sonderpreis. Ja. Und das Geld kann ich mir sparen mit so einem Gerät. Und auch wenn jetzt mal Sturm ist, wie jetzt, und das werden viele in Deutschland haben, auch das kann ich ja nicht nur an die Flachantenne hängen, sondern auch an die ganz normalen Satellitenschüsseln, die noch überall hängen, und da auch mal wieder richtig ausrichten, weil der Sturm wird jetzt einige so ein bisschen in Neigung oder auch in Richtung verdreht haben. Und damit kann ich es immer wieder ausrichten. Oder, jetzt sind wir wieder beim mobilen Einsatz, Wohnwagen, LKW, ich parke ja immer in eine andere Himmelsrichtung. Stimmt. Das heißt, ja, die Luxuswohnmobile haben eine automatische Ausrichtung, da sucht die Schüssel von ganz allein den Satelliten, aber das kann sich nicht jeder leisten und das hier kann sich jeder leisten. Und dann egal, wo ich parke, innerhalb von einer Minute habe ich die Sattschüssel oder Flachantenne wieder eingestellt und habe somit wieder besten Empfang. Eine ganz, ganz tolle Sache hier auf Platz Nummer 3 unserer Top 10 für den besten Fernsehempfang bei Ihnen. 21,76 Euro unserer digitaler Satellitenfinder. Sie haben es gehört, für Sie zu Hause, damit Sie Ihre Satellitenflachantenne dann auch dementsprechend selber ausrichten können. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie einfach das wirklich geht. Also eine Sache, die haben Sie innerhalb von wirklich wenigen Minuten, kann man schon sagen, erledigt. Ja, so ist es. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Hörst du es an einem Piepton, dass du immer näher, das ist so wie ein Rückfahrmelder, so ähnlich. Ja, da hören wir es. Deutlich zu hören, 99%, das ist Hammer. Ja. Das ist Hammer, wirklich, da hast du gar keine Probleme. Jetzt nur nicht vergessen, die Schrauben dann festzudrehen, damit es so auch fixiert ist. Und dann hast du nie mehr Probleme mit dem Fernsehempfang. Ja? Also das ist eine tolle, tolle, einfache Sache. Der Kompass noch mit dabei, wenn Sie wirklich keine Nachbarn haben, dann können Sie hier die Himmelsrichtung ausrichten. Wie gesagt, also der Satellit Ost ist Richtung Süden. Also schauen Sie ein bisschen bei den Nachbarn, schauen Sie bei denen ab. Irgendjemand wird da wahrscheinlich in der Umgebung auch eine Satellitenschüssel haben und dann ansonsten hier mit dem Kompass ein bisschen orientieren. Und dann haben Sie innerhalb von wenigen Minuten wahrscheinlich Ihre Satellitenflachantenne dann auch ausgerichtet. Oder auch wenn Sie halt noch eine alte Satellitenschüssel haben, die mal neu justieren. Das geht selbstverständlich auch für 21,76 Euro mit unserem Platz Nummer 3, unserem digitalen Satellitenfinder mit Kompass für Sie. Ihre Bestellnummer hier, die PX5437 und die 569. Ein unglaublich beliebtes Produkt, was jeder zu Hause haben sollte. Und vielleicht kann man auch gern mal den Nachbarn helfen. Den Nachbarn, den Kindern oder was weiß ich, den Freunden. Einfach mal, komm, ich komme mal vorbei, wir schauen mal, wir stellen es mal wieder hundertprozentig ein. Ja. Das geht natürlich alles mit diesem schön. Gerät. Und das finde ich gut. Absolut problemlos. Eine ganz, ganz tolle Sache, liebe Zuschauer. Wenn Sie dazu greifen möchten, selbstverständlich gerne unter der Telefonnummer 0180 51 51, dreimal die 2, oder auch im Internet direkt bestellen unter www.pearl.tv. Auch dort bekommen Sie dieses tolle Produkt zu dem TV-Sonderpreis jetzt von 21,76 Euro. Sie haben hier eine Preisersparnis von 38% mit unserem TV-Sonderpreis. Der gilt jetzt und bis zu 2 Stunden nach der Sendung. Ein schöner Platz, Nummer 3, sehr, sehr hilfreich und sollte überall zu Hause einfach sein. Ist so ein richtiger Helfer, den man auch immer wieder braucht. Gerade natürlich jetzt auch in dieser Sturmzeit, die wir momentan haben. Ne? Denn Herbst- und Frühjahrszeit ist ja Wind- und Sturmzeit hier bei uns. Und damit kommen wir in unserer Top 10 für den Fernsehempfang, den guten Fernsehempfang, auch bei Ihnen zu Hause, zu Platz Nummer 2. Und das wichtigste Produkt mit ist natürlich ein fantastischer Receiver. Und ja, hier haben wir unseren tollen Pearl TV Full HD Sat Receiver. Ja. Absolut einfach zu montieren, einfach einzustecken, einfach zu bedienen und auch unglaublich günstig und dann noch mit Zusatzoptionen, auf die wir auch gleich zu sprechen können. Und der Preis ist der Wahnsinn. Schauen Sie sich das an. 29,50 Euro für einen digitalen
HD-Sat-Receiver, liebe Zuschauer, 29,50 Euro. Und schauen Sie sich mal den an, der ist ja der Wahnsinn. Der ist ja ganz klein. Der ist also knapp so groß wie meine Hand und ich habe keine allzu große Hand. Sie sehen also, nimmt nicht viel Platz weg. Er ist, ich sag mal, modern, aber auch, er denkt auch ein bisschen nostalgisch. Und das sehen wir, wenn wir uns die Rückseite anschauen. Hier sehen wir ganz einfach den Eingang für den F-Stecker. Hier haben wir noch einen digitalen Ausgang für Soundbars oder ähnliches, wenn ich den Sound nochmal verstärken will. HDMI, das ist natürlich wichtig, um HD-Empfang zu haben, aber unser SAT-Receiver denkt auch an die alten Röhrengeräte oder die ersten HD-Ready-Geräte, weil die hatten nur SCART-Anschluss. Also auch das, wenn ich jetzt mal irgendwo im Schlafzimmer noch so einen Röhrenfernseher habe, dann stelle ich einfach den Receiver dazu, kann damit arbeiten. Also hier wirklich alles, was ich möchte, Teletext, Kindersicherung, wir haben EPG, also die elektronische Programmzeitschrift, also alles drin, was ich heute brauche. Favoritenlisten kann ich erstellen. Wir haben natürlich vorinstallierte Programme, die ich aber ohne Probleme verändern kann. Und jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit, weil das ist im Prinzip auch ein moderner Videorekorder. Im Moment nur ein Videoabspielgerät. Und da sehen wir einen USB-Steckplatz. Da ist nämlich ein Full-HD-Media-Player drin. Und jetzt kann ich hier externe Festplatten bis 2 Terabyte oder USB-Sticks bis 32 GB einstecken und kann jetzt mal eine Dia-Show machen oder Filme oder Blockbuster-Videos. All das, was eben auf den Sticks drauf ist, kann ich jetzt hier über diesen SAT-Receiver auf den Fernseher übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem USB-Stick zum Beispiel die Fotos drauf habe von meinem Urlaub, dann kann ich da einfach meinen USB-Stick mit den Fotos von meinem Urlaub reinstecken. Richtig. Und dann kann ich mir die Urlaubsfotos auf meinem Fernseher direkt groß anschauen. Genau. Und auch alles fernbedienbar natürlich über die Fernbedienung, die du jetzt hast. Die ist sehr überschaulich. Man sieht also einfach zu bedienen. Und die Fernbedienung hat auch noch ein weiteres Highlight und das ist eben unsere Pearl Edition, weil egal auf welchem Sendeplatz sich hier Pearl befindet oder Sie Pearl TV setzen, wenn wir die grüne Taste auf der Fernbedienung drücken und die gucken wir uns hier mal an, da sehen wir sie, die grüne Taste hier oben, wenn wir die drücken, sind wir immer auf Pearl TV, ohne dass wir unsere eigene Senderliste also hier verändern müssen. Eine tolle, tolle Sache, hier klein, handlich, also hier kein Staubfänger, kein Riesenteil, Sie sehen, so groß wie eine Hand, eine Männerhand ungefähr und natürlich technisch absolut auf neuestem Stand. Und für 29,50 Euro, einfach nur genial. Sie können natürlich hier jetzt diesen Receiver für Ihren Fernseher bestellen, vielleicht auch für einen etwas älteren Fernseher. Du hast es gesagt, wenn man jetzt noch im Gästezimmer oder in einem Jugendzimmer oder so, wo man vielleicht den alten Fernseher auch reingestellt hat. Viele haben sich ja einen neuen Flachbildschirm gekauft. Die sind dann meistens natürlich die neuen Geräte, die auch mit HDMI angeschlossen werden. Aber falls man da diesen etwas älteren Fernseher jetzt irgendwie weggeräumt hat. Bei uns ist das nämlich zu Hause auch so. Die sind dann meistens jetzt in unsere Gästezimmer gewandert, was ja jetzt unsere Kinderzimmer sind, wenn wir nach Hause kommen. Mhm. Da kann man da auch jetzt so einen Receiver anschließen, weil du hast hinten noch diesen SCART-Anschluss. Richtig, ne? Das ist eben. Schauen wir gerade noch mal kurz nach hinten. SCART, also für die Älteren. Die ersten Flachbildschirme übrigens waren dann nur HD-Ready. Die sind auch noch mit SCART. Müssen wir noch mal kurz sagen, SCART war früher Nonplusultra in Bild- und Tonübertragung. Ja? Aber in der HD-Technologie brauchen wir natürlich HDMI-Anschlüsse. Das geht über SCART nicht, ist nicht möglich. Aber hier kann ich eben beide Geräte noch anschließen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und für den Preis von 29,50 Euro natürlich preislich ein richtiger Knaller. Unser toller Pearl TV Full HD SAT Receiver mit der Bestellnummer PX1369 und der 569. Um da Ihr quasi Set komplett zu machen, wenn Sie jetzt schon eine tolle Satellitenflachantenne sich rausgesucht haben, wenn Sie die Kabel sich jetzt schon dementsprechend rausgesucht haben, auch den Satellitenfinder wahrscheinlich, die Satellitenfensterdurchführung. Ja. Hier haben Sie dann den Receiver passend dazu für 29,50 Euro, den auch gleich mit dazu bestellen. Dann sind Sie bestens ausgerüstet. Und du hast gesagt, man könnte theoretisch mit dem auch aufnehmen. Ja, jetzt auch praktisch, nämlich mit dieser CD. Mhm. Das ist eine Upgrade-CD, die wertet was praktisch auf. Und jetzt mache ich aus meinem Abspielgerät einen vollen Videorekorder. Mhm. Heißt heutzutage natürlich nicht mehr Videorekorder, sondern in dem Fall Festplattenrekorder. Einfach auch Speichermedium einstecken und mit dieser CD mache ich den Rechner dazu fähig, dass er auch jederzeit aufnimmt. Also, wenn meine Lieblingsserie kommt, einfach aufnehmen auf einer Festplatte bis 2 Terabyte, da hat richtig viel Platz, oder auch auf einem USB-Stick bis 32 GB. Ein ganz, ganz beliebtes Produkt, diese Upgrade-CD zur Aktivierung der Aufnahme
besondere Funktion, wird fast immer mit dazu bestellt und jetzt momentan auch gerade wieder lieferbar. Die ist fast immer vergriffen, liebe Zuschauer. Deshalb nutzen Sie das aus, dass die jetzt gerade wieder da ist. 9,41 Euro mit der Bestellnummer PX1375 und der 569. Ein toller Platz Nummer 2 und damit ist es soweit. In der Top 10 für den tollen Fernsehempfang sind wir angekommen auf Platz Nummer 1. Und auch auf Platz Nummer 1 haben wir eine Flachantenne. Auch hier eine ganz besondere, die beliebteste unter den Flachantennen, denn hier können wir sogar 4 Geräte anschließen, Ralf. Das ist die absolut beliebteste Flachantenne. Wir müssen erstmal schauen, liebe Zuschauer, ist sie überhaupt momentan lieferbar? Ja, sie ist lieferbar. Sie können bestellen. Das ist der Wahnsinn, weil die ist eigentlich immer vergriffen. Das ist so ein Wahnsinnsprodukt. Jetzt, die ist eigentlich immer ausverkauft. Jetzt hat sich ja irgendwie das Fernsehverhalten und auch die Fernsehmenge in Haushalten in den letzten Jahren verändert. Also in meiner Jugend gab es einen Fernseher im Wohnzimmer. Das war's. Heutzutage hat man Fernseher im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und in Kinderzimmern auch. Die Kinder möchten auch unabhängig ihre Fernsehprogramme anschauen. Ja? Und hier habe ich eben die Möglichkeit, 4 Sat-Receiver bzw. Fernseher direkt anzuschließen, unabhängig voneinander, sodass jeder schauen kann, was er will. Innen drin 4 LNBs verbaut, hier sind die Stecker dazu, die 4 F-Stecker, also dann einfach die 4 Kabel zum HD-Sat-Receiver oder zu ihrem Receiver hinführen und dann 4 unabhängige Programme schauen. Das ist also richtig toll, eben eine Antenne und ich habe gleich 4 Anschlüsse und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, guck mal den Preis, 161,41 Euro. Ja. Ja? Wenn du da jetzt so mal durch 4 rechnest, hast du pro Anschluss gerade mal 40 Euro und das ist unglaublich günstig. Sensationell und momentan gerade lieferbar unsere tolle Satellitenflachantenne mit diesem tollen Quad LNB, das heißt 4 Receiver, die Sie hier anschließen können. Da bitte schnell sein, wenn Sie die jetzt bestellen wollen. Die ist dann innerhalb von 2 bis 3 Werktagen bei Ihnen zu Hause. Sie sind hier schon versandkostenfrei, liebe Zuschauer. Wenn Sie da jetzt bestellen möchten, hier einmal Ihre Bestellnummer, die PX1385 und die 569. Dann jetzt gleich in die Leitung gehen unter der 0180 51 51, ja. Dreimal die 2, ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Die meisten entscheiden sich wirklich direkt für diese Quad-LNB-Variante. Ja, auch wenn ich jetzt im Moment nur 2 Fernseher habe, ja, dann nehme ich nicht die 2er, weil es könnte sich ja was ändern. Ich will mal noch ein Gästezimmer, vielleicht ziehen die Eltern bei einem ein oder man hat ein Gästezimmer, in das man noch reinlegen will. Oder vielleicht kommen irgendwann mal Kinder, die auch irgendwann mal eigene Fernseher haben wollen. Also einfach auch zukunftsorientiert denken, weil sie wissen, ja auch so eine Satellitenschüssel oder Flachantenne, die wechselt man nicht jedes Jahr, die hat man ja Jahre und Jahrzehnte hängen. Und dann möchte ich natürlich auch, dass die für alle Eventualitäten wirklich da ist. Hier auch wieder diese flache Bauweise, dementsprechend wesentlich weniger windanfällig als herkömmliche Schüsseln und natürlich auch UV-beständig. Und jetzt reden wir wieder von der Zeitspanne. Weißt du, wenn so eine Schüssel aus Metall, wenn die 10 Jahre irgendwo hängt, die rostet an den Anschlüssen, da spielt Wind und Wetter mit. Die Sonne bleicht das Ganze aus. Es sieht irgendwann mal richtig schlimm aus. Das passiert bei so einer Flachantenne nicht. Die ist UV-beständig, die ist wetterbeständig, die wird auch in 10 Jahren, wenn ich sie ab und zu mal abstaube oder abwische, noch genauso aussehen wie jetzt. Und es ist schön, dass Sie hier so vorausschauend bestellen, liebe Zuschauer. Das finde ich sehr, sehr gut. Man weiß ja nie, was kommt und dann lieber die größere bestellen. Das ist wirklich eine gute Sache. Deshalb schön, dass Sie das tun. Hier für 161,41 Euro, die mit diesem tollen Quad-LNB. Ich drehe sie nochmal um, dass Sie das nochmal sehen hier. Die 4 Anschlüsse, die wir haben. Auch hier ist das gesamte Montagematerial wieder dabei. Und auch hier, also Montage unglaublich einfach. Und auch hier ist die natürlich zu tarnen, genauso wie ich das möchte. Ich kann sie bemalen, ich kann sie bekleben, ich kann sie besprühen, ich kann PVC draufkleben, Raufasertapete, ich kann sie eben dem Untergrund 1:1 anpassen und sie damit ja, so gut wie unsichtbar machen. Das ist doch genial. Mit der Bestellnummer PX1385 und der 569. Und dann haben Sie Ihr gesamtes Set quasi komplett. Ja. Sie haben hier Ihre neue tolle Satellitenflachantenne. Wir haben Ihnen den tollen Receiver gezeigt, mit oder ohne Aufnahmefunktion, wie Sie möchten. Dann haben Sie die passenden Kabel dazu. Sie haben den Satellitenfinder hoffentlich bestellt, weil der ist natürlich ein ganz wichtiges Produkt, um die Satellitenflachantenne dann auch dementsprechend auszurichten in die richtige Position.
Position zu bringen. Sie sehen hier hinten unten übrigens da nochmal sehr gut hier im unteren Teil dann die Verstellmöglichkeiten hier von diesem Fuß. Das ist einmal hier dieser Winkel natürlich und hier unten auch nochmal, sodass Sie die dann in die entsprechende Position bringen können, neigen dann auch dementsprechend, sodass Sie hier eine gute Senderausbeute dann auch haben. Und dann kann es losgehen mit einem fantastischen Fernsehprogramm mit Satellitenfernsehen vom Allerfeinsten. Und hier nochmal die Bestellnummer für unsere tolle Satellitenflachantenne Quad LNB. Die ist lieferbar, die ist innerhalb von 2 bis 3 Tagen dann bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer. Ihre Bestellnummer, die PX 1385569, TV-Sonderpreis 161,41 €, kommt Versand kostenfrei zu Ihnen nach Hause bis vor die Haustür. Ja, man sieht, es ist gar nicht so teuer umzustellen auf Satellit oder mal die schon 20 Jahre alte Satellitenanlage mal zu erneuern. All das geht hiermit mit neuester Technik. Flachantennen sehen toll aus, sind sehr, sehr beständig. Und nochmal, also auch wenn Sie jetzt noch über irgendeinen kostenpflichtigen Anbieter Fernsehen schauen, wechseln Sie auf Satelliten. Die werden auch kein Geld kosten. Das ist also nicht in Sicht. Ich glaube, auf diese Idee kam auch noch kein Politiker, dass man irgendwie Satelliten Fernsehen noch Gebühren verlangen. Nein, ich schaue hier kostenlos. Lassen wir mal die GEZ mal weg. Das ist ja noch in der Schwebe, was sich da entwickelt. Aber das muss ich ja sowieso überall bezahlen und ist unabhängig vom Fernseher. Da brauche ich nicht mal einen Fernseher dafür. Aber wir haben Ihnen jetzt gezeigt, wie man mit einfachsten Mitteln eine komplette Sat-Antenne oder Sat-Anlage sich nach Hause schafft mit unserer Top 10, weil da war wirklich alles drin, was man braucht und noch ein bisschen mehr. Ich denke jetzt nur an unseren kleinen Videorekorder, der auch noch als Game Capture zu verwenden ist. Die Fensterdurchführung, Antenne in jeder Form, einfach, zweifach, vierfach. Also ich denke, da dürften jetzt überhaupt keine Fragen mehr offen sein. Und die tolle Funktastatur natürlich für die Smart-TVs, die ich ja einfach so fantastisch finde, wo man dann seine Smart-TVs auch dementsprechend toll bedienen kann. Selbst wenn man auch mal die Lesebrille nicht auf hat und die Tasten von seiner Fernbedienung dann auch mal nicht sehen kann. Ne? Also eine tolle, tolle Sache hier. Die ganzen Produkte aus unserer Top 10 für den perfekten Fernsehempfang auch bei Ihnen zu Hause. Liebe Zuschauer, wenn Sie auch gerade erst zugeschaltet haben und sagen, oh, was war denn jetzt auf Platz 10, auf Platz 9 und auf Platz 8? Ja, dann klicken Sie einfach nochmal schnell auf www.pearl.tv. Dort sehen Sie alle Produkte, die wir Ihnen heute gezeigt haben. Dort ist der Livestream von uns hier von Pearl TV und da sehen Sie auch nochmal alle Produkte aus dieser Sendung. Bekommen selbstverständlich, auch wenn Sie jetzt anrufen, noch die tollen TV-Sonderpreise. Die gelten immer in der Sendung und bis zu 2 Stunden danach. Deshalb dann bitte schnell sein unter der 0180 51 51. Dreimal die 2 erreichen Sie die Kollegen im Callcenter und können da Ihre Bestellung noch abgeben. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Fernsehprogramm, hoffentlich dann Satellitenfernsehen.